wunderschönen guten Morgen. Es ist Sonntag und damit Zeit für das Brett zum Sonntag. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Schön, dass ihr dabei seid, wenn wir über Dinge reden, die die Brettspielszene tangieren, beschäftigen. Naja, ihr wisst schon. Die Dinge, die halt wichtig sind. Ihr seht, ich würde erst anfangen mit letzter Woche. Nein, das mache ich gleich. Ihr seht, ich sitze wieder in meinem gewohnten Herrensessel. Und ja, der Kaffee, der fehlt irgendwie. Den brauche ich noch in rauen Mengen. Ihr seht, ich bin wieder an gewohnter Stelle zurück. Letzte Woche saß ich ja woanders, denn da hatten wir das Feedbrett. Hab von euch das Feedback bekommen, dass es wirklich ein Format ist, was euch Spaß macht. Hat mich ein bisschen überrascht. Die Abrufe waren eigentlich unter denen, die sonst das Brett zum Sonntag hat. Ich versuche das ja mal so ein bisschen zu beobachten, gerade bei so neuen Ideen. Nichtsdestotrotz war aber euer Feedback so, dass ihr geschrieben habt, wirklich sehr, sehr gut. Ich versuche da ja mal abzuwägen. Das ist ähnlich wie mein Anekdotenballett, wo ich mal den Test gemacht habe, eine Geschichte zu erzählen. Auch da waren die Abrufe gar nicht im Vergleich mit anderen Videos nicht so gut. Aber die Kommentare von euch waren sehr, sehr positiv. Also von daher, ich gucke jetzt nicht auf die reinen Zahlen, deshalb nicht falsch verstehen, sondern mir ist es eben schon sehr wichtig, was ihr dazu sagt und wie ihr es kommentiert. Von daher ist mir so ein Feedback unheimlich wichtig. Und wenn ich merke, dass ihr da Bock drauf habt und selbst wenn es nur ein kleiner Kern ist, dann mache ich sowas eben gerne weiter. Denn letztendlich soll sich ja jeder auf so einem Kanal raussuchen, was er sie es möchte. Und das macht es ja auch variabel. Ich gehe jetzt nicht groß auf Kommentare der letzten Woche ein. Das habe ich in der letzten Woche zuhauf gemacht. Im Endeffekt, ich habe es gerade schon gesagt, bei vielen von euch kam es gut an. Vielen, vielen Dank da für euer Feedback von denen, die es gegeben haben und hat mich sehr gefreut. Ansonsten, die Woche ging ja dann auch mein 5000er Abonnenten-Gewinnspiel online mit der guten Kette. Vielen Dank auch da, da sind die Zahlen fantastisch. Gibt ja auch fantastische Preise zu gewinnen. Heiliger Preis, das ist ja super, Batman. Nein, also es ist wirklich cool. Ich bin da happy, dass ich da vieles, vieles cooles Zeug bekommen habe. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut mal nach, das 5000 Abonnenten-Special. Wenn alles klappt, das haben jetzt zwei, drei Leute von euch schon mal geschrieben, wann ich auslose, dann nächste Woche Dienstag oder Mittwoch. Passe noch so als Weihnachtsgeschenk, dass ich zumindest den Gewinner oder die Gewinner schon bekannt gebe. Wundert euch nicht, die Gewinne rausgehen erst im neuen Jahr. Denn ihr müsst mir dann, wenn ihr derjenige, welche Glückliche seid, der gewonnen hat, müsst ihr mir natürlich erst antworten. Dann müsst ihr mir eure Adresse schicken. Sowas dauert auch immer ein paar Tage, bis ich das von allen zusammen habe. Dann erstelle ich da ein paar DHL-Labels, lasse das abholen und ich denke mal, wie gesagt, das wird dann im neuen Jahr sein. Also da nicht wundern. So, ansonsten, wir haben auch heute wieder ein Thema und so passend, wo das Jahr bald zu Ende ist, reden wir über den Brettspielboom. Ist das ein Fluch oder ein Segen oder eine Mix aus beidem? Man sieht es ja jetzt in dieser verrückten Corona-Zeit. Die letzten Jahre sind die Verkäufe in der Brettspielindustrie schon immer gestiegen. Wir haben jetzt nach aktuellen Zahlen vom Spielwarenverband innerhalb der Gesellschaftsspiele haben wir ein Plus von 21% dieses Jahr. Und das ist schon immens, muss man sagen. Wenn man das Ganze sogar noch ein bisschen breiter fasst, zum Beispiel, was enorm auch boomt, sind Puzzle. Damit meine ich jetzt keine Puzzlespiele, sondern diese klassische Puzzle. Und die Erwachsenen-Puzzle haben sogar eine Steigerung um über 60%. Ich glaube, 61% war es genau. Mir hat auch mal zum Beispiel der Frank von der Spieleoffensive gesagt, die haben auch noch eine Puzzle-Offensive als Webseite. Wusste ich bis dato auch nicht, dass die auch enorm boomt. Jetzt sieht man aber auch, es wird unheimlich viel berichtet. Die Tagesschau hat Anfang Dezember einen Bericht über Brettspiele gebracht. Auf Welt.de war ein großer Bericht. Ich glaube, sogar der klassischen Print, im Printmedium auch. Hunter und Kron sind aktuell im Deutschen Bahnmagazin drin. Gut, was eigentlich nichts bringt, weil gerade kaum jemand Deutsche Bahn feiert, aber das ist etwas anderes. Brettspiele wird mehr und mehr immer mehr stärker von der Mitte der Gesellschaft wahrgenommen. Jetzt habe ich aber ein großes Problem. Jetzt gab es zum Beispiel auch letzte Woche, ich glaube,
Es gab einen sehr, sehr guten Artikel auf spiegel.de, wo es um Brettspieltipps ging. Da hat man auch gemerkt, ich glaube, es war eine Autorin, dass die selber Spielerin ist. Und da waren wirklich gute Spiele, die empfohlen worden sind. Wo man sagt, jo, das waren, da war auch ein Anak und sowas mit bei. So Spiele fürs Weihnachtsfest. Und das war eine richtig, richtig gute Liste. Also da Chapeau, die war gut. Aber es gab dann auch irgendwo in einem anderen Massenmedium, nennen wir es jetzt mal, gab es auch wieder eine Empfehlungsliste. Und da war genau wieder eben dieses Problem. Monopoly und Cluedo. So, und jetzt müssen wir uns die Frage stellen und die habe ich mir gestellt und ich habe da keine Antwort. Die möchte ich mit euch ausdiskutieren und es ist mit Sicherheit mal sehr interessant, dem auf den Grund zu gehen, aber das ist gar nicht so einfach. Was bedeutet denn jetzt dieser Brettspielboom? Wenn man sich jetzt mal tatsächlich die Zahlen genauer anschaut und guckt bei dieser Steigerung, wo die herkommt, dann sieht man zum Beispiel, das ist gezeigt auf die Spielwarenindustrie, dass zum Beispiel Cosmos und Ravensburger von den Umsätzen enorm durch die Decke gehen. So, jetzt kann man natürlich sagen, wow, das ist cool, ist super, freut mich für die Kollegen, haben gute Spiele im Portfolio, aber es zeigt leider nicht, welche Spiele es sind. So, und jetzt bin ich davon überzeugt, nehmen wir mal als Beispiel Cosmos. Ich habe das gesehen, es gibt eine sehr schöne Tabelle, das ist auf dem Artikel von Welt.de, den verlinke ich hier unten mal rein. Der ist ganz cool gemacht, weil da auch viele Grafiken und sowas sind. Ich liebe sowas. Da sieht man zum Beispiel sehr, sehr deutlich, dass, wenn man die Spielwarenindustrie nimmt, Lego natürlich gerade explodiert. Das tangiert uns jetzt als Brettspieler erstmal wenig. So, aber, und ich habe es mir jetzt mal hier angeguckt, und da finde ich das nämlich immer ganz interessant, sich das nochmal im Detail anzuschauen. Dann sieht man nämlich, was ich gerade schon sagte, dass vor allen Dingen, der Artikel ist übrigens vom 8.12., also auch noch gar nicht so lange her, und man sieht auf dieser Tabelle wunderbar, dass eben Cosmos auf Rang 2 ist, dann haben wir Hasbro und dann haben wir Ravensburger. So, und das sind, und die sind im ordentlichen Millionenbereich, wo man sagt, da muss eine alte Frau lange für häkeln. So, und da sieht man natürlich jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal Cosmos raus, da erscheint ein Siedler von Katar. So, das ist ein Spiel, was seit über 20 Jahren so der Dauerbrenner ist, also sind jetzt 25 Jahre, es hatte dieses Jahr ja auch 25-Jähriges, und das ist immer noch so, was ich auch immer gerne als Beispiel bringe, habe ich das Gefühl, das ist so das letzte ikonische große Brettspiel, das es geschafft hat, vor 25 Jahren auf einer Ebene vielleicht mit Monopoly oder Cluedo zu kommen. So, und da haben wir nämlich jetzt das Nächste. Wir haben ja Hasbro drin. Und Hasbro ist genau, es sind genau diejenigen Kollegen, die eben Monopoly und Cluedo etc. pp. Rausbringen. So, also kann man, wenn man 1 plus 1 zusammenzählt, sich auch ein bisschen die Vermutung äußern, schön, dass unsere Szene, unsere Brettspielszene einen Boom hat, aber geht der Boom parallel auf einer Nebenstraße eigentlich zu dem, was wir als Brettspieler wahrnehmen an wirklich coolen Spielen, fährt er eigentlich an uns vorbei, und dieser Boom ist wieder nur etwas, was wie so ein kleines Damoklesschwert manchmal so ein bisschen über uns schwebt, so nach dem Motto, Brettspiele, yay, ich liebe Brettspiele, Monopoly, Cluedo, Siedler von Catan habe ich auch mal gehört, und hilft das der eigentlichen Szene von uns gar nicht? So, jetzt kann man natürlich das ganz umgedreht sagen. Ich versuche jetzt auch nicht immer nur schwarz und weiß zu sehen, sondern versuche manchmal auch dunkelgrau oder hellschwarz zu sehen. Es ist natürlich auch ein Zugewinn, wenn von 100 Leuten am Ende des Tages, von 100 Leuten, die Monopoly jetzt neu kaufen, nur einer schon mal sagt, Mensch, ach, da gibt's noch mehr. Ich gehe jetzt mal in den Spieleladen und lass mir jetzt, ja gut, Lockdown, vergesst mal einen Kommentar mit dem Spieleladen. Ich gehe mal irgendwo auf den Blog oder ich google mal Monopoly und sehe, dass es Siedler von Catan gibt, und gehe von Siedler von Catan, sehe ich plötzlich, ach Mensch, es gibt ja vielleicht auch ein... Die Quacksalber von Quedlinburg, ja, ihr wisst sicher den Namen. Oder es gibt da ein paar vernünftige Gateway Games, die eben es schaffen, aus dieser Ebene rauszubrechen. Und ich habe das Gefühl, dass der Block Monopoly, Siedler, Cluedo und was es da immer noch gibt, Risiko von mir aus noch, oder sowas wie Hotel damals, wobei Hotel ja schon wieder, da redet ja keiner mehr drüber, dass das so ein harter Block ist, der manchmal aufgebrochen werden muss. Ich glaube, viele Leute schreckt es vielleicht auch einfach ab, dass sie denken, boah, so Brettspiele, die sind mir ja doch zu kompliziert, und wenn ich da niemand habe, der mich an die Hand nehmen kann, boah, nee, dann bleibe ich da lieber bei. So, und da muss man sich jetzt fragen, ist dieser Boom für vielleicht diese Peer Group, in der wir uns finden, also Peer Group meine ich jetzt vielleicht Experten, Kennerspieler,
ist der Boom etwas, was komplett eigentlich an uns vorbeifährt und nur so homöopathisch abfärbt, dass wir es eigentlich gar nicht merken. So, und jetzt muss man die zweite Frage sich stellen. Wollen wir eigentlich einen Boom? Was haben wir als Spieler von dem Boom? Ich glaube, wir als Spieler haben prinzipiell eine Menge von dem Boom. A, neue Mitspieler, die wir finden. Die Szene wird facettenreicher, also die bringt mehr Varianz rein. Der ein oder andere, der vielleicht irgendwo auf dem Land lebt, hat die Möglichkeit, plötzlich an mehr Spielern zu kommen. Wenn mal wieder Messen und Conventions sein dürfen, dann boomen diese ganzen. Und aber auch, wenn Leute mehr Spiele kaufen, auch aus dem Kenner-Expertenbereich, dann ist vielleicht plötzlich mehr Budget vorhanden. So, jetzt beißt sich aber so ein bisschen in die Schlange in den Schwanz. Und das ist ja eine Sache, die ich sehr gerne und sehr häufig kritisiere, dass leider bei vielen Verlagen die PR-Arbeit eher so semi-professionell bis nicht vorhanden ist, weil der PRler auch noch Event macht und noch ein bisschen Marketing mitmacht und wahrscheinlich kocht er am Mittag auch die Frikadellen. So fühlt sich das manchmal an. Denn was mir im Moment total abgeht eigentlich, man liest jetzt seit bestimmt 2-3 Monaten Minimum. Das fing aber schon im Sommer an, als mit Corona an. Also Corona begleitete uns ja schon seit dem Frühjahr. Aber ich habe das Gefühl, im Sommer ging es schon los, dass man gelesen hat, wow, okay, die Leute interessieren sich plötzlich mehr wieder für Brettspiele, Gesellschaftsspiele an sich. Jetzt habe ich aber nicht gesehen, dass Verlage aus unserem Sektor, ich nehme jetzt mal vielleicht die ganz großen wie ein Kosmos und Ravensburger, von mir ist auch noch Schmidt oder sowas, Esmodi in Klammern, die klammere ich minimal aus. So, aber ich habe nichts gesehen und ich verfolge auch berufsbedingt die Medien im Bereich Entertainment und alles sehr, sehr genau und bin da eigentlich sehr genau am Schauen und ich habe selten bis kaum, ich sage jetzt nicht gar nicht, aber selten bis kaum gelesen, dass mal jemand aus unserem Verlagssektor es geschafft hat, sich wirklich mal bei Medien so zu platzieren, dass ein wirklich großer Artikel rauskommt. Es kommen gerade große Artikel raus, keine Frage, auf Spiegel und alles, ich habe es ja gesagt. Aber, dass ich das Gefühl habe, diese Welle, die gerade da ist, die wird wirklich effektiv genutzt, um eben auch mal aus diesem Zementblock Monopoly und Co. herauszustoßen und zu zeigen, guck mal hier, wir als Pegasus, wir haben geiles Zeug, wir als Esmodi, wir haben gutes Zeug. Freunde, da ist eine Menge Luft nach oben. Da würde ich mir jetzt eine ganz klare PR-Strategie zurande legen, wie ich in die Massenmedien reinkomme. Und es geht auch mit wenig Geld. Ich höre immer, wenn ich da mit diversen PR-Leuten rede, sind Budgets, die übersteigen. Nein, das geht. Es geht wirklich. Man muss aber auch einfach mal ein bisschen schauen, dass man diesen Stein ins Rollen bringt. Und das fehlt mir persönlich. Ich glaube einfach, dass es da so gute Möglichkeiten geben würde. Ich habe mit Verlagen drüber gesprochen, die haben Spiele, die haben da ein gewisses Thema, wo ich sage, ihr seid da so thematisch, dieses Spiel bringt diese Thematik rüber. Habt ihr mal versucht, in diese Shops, die dieses Thema angreifen, mal reinzugehen? Ja, nee. Wo ich mir denke, ja, aber es ist schön, dass wir eine gute, coole Szene haben, die viel kauft, die bei Kickstarter sagt, hier, shut up and take my money. Aber das kann es doch eigentlich nicht sein, wenn man jetzt mal rein ökonomisch wirtschaftlich denkt und eben auch sich die Frage stellt, wo soll denn unsere Szene sich in 5 Jahren, in 10 Jahren bewegen? Klar, wir haben viel oder viele von uns haben Kinder und wir geben das weiter und die Generation wächst. Aber auch das ist meiner Meinung nach so homöopathisch, dass ich glaube, dass wir da immer noch so eine Peer Group unter den Experten, Kennern, Spieler bleiben. Wie gesagt, vielleicht wollen wir das auch. Vielleicht sagen wir, Mensch, wir haben da gar keinen Bock drauf, dass das so explodiert, weil hier, fress Scheiße, Millionen fliegen können nicht irren. Wir wollen das nicht. Wir wollen nicht, dass das Ganze so kommerzialisiert wird. Das ist ja ein Problem, was viele Szenen haben. Kommerzialisierung ist ja prinzipiell schon mal immer was Schlechtes. Geh mir weg, scheiß Kommerz. Fuck the Kommerz. Kommerz, ihr wisst schon. Fakt ist, Scheiße, Kacke. Wollen wir das? Wollt ihr das? Schreibt das mal, würde mich mal interessieren. Vielleicht sagt ihr ja, Mensch, wir finden die Szene, wie sie ist, gemütlich. Und hier, ja, wenn mal ja, einmal im Jahr 50 neue Leute reinkommen, ja, das reicht mir auch schon, aber der Rest, den geht weg. Oder sollen wir sagen, hey, Mensch, eigentlich ist es doch cool, wenn wir die Kids mal von den ganzen Konsolen wegbekommen. Ich zock auch gern Konsole. Cyberpunk, super Spiel. Trotz Bugs und alles, aber ich finde es fantastisch. Es ist so super. Aber ich möchte genauso, dass meine Tochter, die wird natürlich auch mit Konsolen und sowas aufwachsen. Lässt sich nicht verhindern irgendwo, möchte ich auch nicht. Aber ich möchte, dass die trotzdem halt das Spielen zu schätzen weiß und das auch an ihre Freundin oder Freunde weitergibt, wenn sie im gewissen Alter hat. Haben wir da nicht also auch eine gewisse
ja, ich will nicht sagen Verantwortung, das klingt jetzt schon wieder zu hochgestochen, aber ich finde es eigentlich, finde ich doch gut, wenn wir Leute auch mit an das Hobby heranbringen können, wie wir das mögen, wie wir das schätzen. Bestes Beispiel, ich erlebe das bei meinen Schwiegereltern. Meine Schwiegereltern, die gehören auch eben zu der Generation, die haben halt früher Mensch, ärgere dich nicht und Monopoly und sowas gespielt und that's it. So, und immer wenn die inzwischen zu uns kommen, das haben wir auch seit 3, 4 Jahren, dann spielen wir mit denen mal immer kleine Spiele inzwischen, die aber eben auch über die klassischen Klassiker wie Mensch, ärgere dich nicht und Monopoly hinausgehen. Da haben wir inzwischen mal einen Zug um Zug ausgepackt. Wir haben die Quacksalber mal ausgepackt und die sind inzwischen total begeistert. Und immer wenn die uns besuchen kommen, es geht ja gerade leider nicht aufgrund der Beschränkung und auch weil wir aufpassen, weil wir jetzt auch als Risikogruppe gelten. Aber immer wenn die bei uns zu Besuch sind, sagen die schon mal, wir freuen uns wieder, was mit euch zu spielen. Wir haben sie noch nicht so weit, dass sie jetzt alleine wirklich sich hinsetzen und sich da was holen, aber es gehört zumindest inzwischen dazu, wenn sie bei uns zu Besuch sind, dass sie immer begeistert was mitspielen. Und ich finde, das ist ja schon mal ein ganz guter Schritt, den man gemacht hat. Jetzt ist aber wiederum die Frage, wir reden ja über den Brettspielboom. Ist es also ein Brettspielboom oder ist es eigentlich ein bekannter Markenboom? Weil wenn die Leute jetzt einfach nur rennen und sagen, naja, jetzt kaufen sich statt 20, 30 Leute Monopoly, aber die Imperial Settlers, Terraforming Mars und wie sie alle heißen in dieser Welt, die bleiben trotzdem links liegen, dann hat ja unsere Brettspielbranche vielleicht nichts gewonnen. Oder hat sie dann doch gewonnen, wenn vielleicht einfach böse formuliert ein bisschen Fallobst, positives Fallobst von den Leuten, die halt irgendwie Monopoly spielen, die sind das Fallobst und zwei, drei bleiben hängen und die bleiben dann in unserer Branche hängen. Das ist irgendwie eine ziemlich gemeine Metapher, wenn ich so genau drüber nachdenke. So ist sie nicht gemeint. Aber ich weiß es tatsächlich nicht. Ich lese im Moment das viel mit dem Boom und ich denke viel drüber nach und habe genau deshalb gedacht, deshalb ist es ein schönes Thema, um das mit euch gemeinsam hier im Brett zum Sonntag mal aufzunehmen, wie ihr das nämlich seht. Es ist ja im Endeffekt nur meine verqueren Gedanken, die ich hier zu Wort und Bild trage. Aber das ganze Konstrukt formt sich ja erst dann, wenn ihr da mit mir mitdiskutiert und eure Punkte noch mit reinbringt. Das hat mir in vielerlei Punkten auch manchmal bei gewissen Dingen, die ich dann so ein bisschen zur Diskussion gestellt habe, geholfen, mein Gesamtbild nochmal so zu vervollständigen. Das finde ich mega, mega produktiv und dafür auch eben danke. Wie erlebt ihr das? Habt ihr schon akute Beispiele, wo ihr sagt, yo, ich habe es in den letzten 1, 2 Monaten auch mitbekommen, dass die Brettspielbranche boomt, dass Leute vielleicht effektiv auf euch zugekommen sind, weil die wissen, dass ihr spielt und gefragt haben, Mensch, können wir mal und wie schaut es denn da aus? Schreibt das auch gerne mal, ob ihr da vielleicht eben diese Erfahrung gemacht haben. Jetzt muss man natürlich sagen, man muss immer auch aufpassen und das auch noch mal so ein bisschen so zum Schluss abrunden. Ein Boom wird natürlich erstmal, wenn die Medien das so in der Form aufgreifen, reden wir über den Boom, der zum großen Teil, das sieht man in all den Artikeln, daran festgemacht wird, dass Zahlen genommen werden. Und in dem Fall natürlich ganz einfach die Verkaufszahlen. Verkaufszahlen gemessen an Umsätze dann natürlich. Und die lassen sich natürlich prozentual auf ein Wachstum der letzten Jahre runterbrechen. So, und also haben wir plötzlich einen Boom. Ob wir den Boom aber selber erleben, aktiv in der Branche, das ist wiederum die Frage. Gerade in Zeiten, wo wir jetzt Beschränkungen haben und keine Messen sind. Ich glaube nämlich, das ist für mich ein ganz, ganz spannender Indikator. Ich möchte jetzt mal in den Raum stellen, ist eine These, bestätigt oder widersprecht mir bitte. Ich möchte in den Raum stellen, den wahren Wachstum unseres Brettspielhobbys, der Brettspielbranche, werden wir erst anhand der Öffnung von Conventions und Messen wieder feststellen. Denn da, glaube ich, werden wir sehen, ob die Leute, die jetzt dazu gekommen sind, oder ein Großteil zumindest davon, ob die auch sagen, sie wollen mehr und diese Infos ziehen sie sich jetzt über eben diese echten Veranstaltungen. Weil ein Gesellschaftsspiel braucht Gesellschaft. Und wenn die Leute jetzt wirklich neu ins Hobby gekommen sind und wirklich anfangen, sich dafür zu interessieren und da sagen, okay, ich will mehr aufsaugen, ich will mehr davon konsumieren, dann ist es für die Leute mit Sicherheit ja auch ein enorm wichtiger Faktor, wieder auf Conventions, Messen zu gehen. Die Leute werden sich informieren, wo gibt's was. Und da wird spannend zu sehen, sowohl unter uns Bloggern als auch bei den Verlagen, wie viele Leute sind da, wo man das Gefühl hat, die sind jetzt zum ersten Mal da. Die sind neu dazugekommen, die möchten das Ganze jetzt atmen, riechen, erleben. Ja gut, riechen vielleicht nicht unbedingt, aber erleben.
Und das wird meiner Meinung nach ein ganz, ganz interessanter Indikator sein, der uns auch zeigen wird, okay, ist dieser Boom real? Ist dieser Boom einfach gekünstelt an ein paar Umsätzen gekoppelt, die aber in der reellen Szene für uns gar keine Relevanz haben? Oder wie entwickelt sich das? Ich bin sehr gespannt. Boom, ja oder nein? Fluch oder Segen? Schreibt es mal in den Kommentaren. Wie ist eure Meinung? Wie ist eure Erfahrung? Interessiert mich wirklich brennend. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich würde sagen, es ist Sonntag. Ihr spielt was Schönes. Das machen wir nämlich heute auch. Ich werde gleich in die Küche hochgehen, werde einen wunderbaren Kuchen backen. Und zwar ein Bananenbrot. Gut, ein Bananenbrot ist kein Kuchen, aber es ist wunderbar und es ist lecker. So, das mache ich jetzt. Ihr habt einen schönen Sonntag, bleibt gesund, passt auf euch auf, genießt den 4. Advent, bald ist Weihnachten. So, in diesem Sinne, habt eine gute Zeit, danke für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen, hören, riechen uns. Macht's gut, bis bald, danke und tschüss.